Ja, hallo, herzlich willkommen zu HIZ in Video. Das hier, das ist ein Lautsprecher. Die meisten wissen von Ihnen, wie das so ein Ding aussieht. Ist also hier vorne die Kalotte aus Kunststoff, Pappe ist sie. Hier ist die Federung, die Sicke. Und hier hinten ist eine Spule und hier hinten ist ein Magnet. Und wenn man die Spule Strom setzt, dann fängt er an zu schwingen. So entstehen einfach die Geräusche aus dem Lautsprecher, die wir hören. In HIZ 268 war ich ja bei DB Technologies und habe da Jochen Gotzen getroffen, der erzählte, dass er 14 Tage in Italien war, also direkt beim Hersteller im Werk war, weil die eine neue Lautsprecherserie oder neue Boxserie auf den Markt brachten. Also nicht die nackten Lautsprecher, sondern mit Gehäuse drum und einem Class D-Verstärker drin und so alles. Das hat mich jetzt aber neugierig gemacht. Ich möchte gerne mal wissen, wie verhält sich denn so ein Lautsprecher, so einer oder andere Lautsprecher? Habe mich mal ein bisschen umgesehen und habe dazu eine interessante Freeware-Software gefunden. Und da möchte ich Ihnen mal ein bisschen was zu zeigen und ein bisschen was experimentieren. Also wir haben hier ganz viel Equipment rumstehen. Hier steht ein Richtmikrofon. Dazu muss man sagen, wenn man Lautsprecher testen will, ist das ein bisschen kompliziert. Ich hänge den hier schon mal auf, weil wir den gleich brauchen. Wenn man Lautsprecher testen will, ist es ein bisschen kompliziert. Man braucht also einen Ton, der über einen Frequenzbereich geht. Man braucht ein gutes Mikrofon und muss dann einfach sehen, wie das, was man reingeschickt hat, aus dem Lautsprecher wieder rauskommt. Das ist natürlich nicht exakt. Es gibt für sowas zum Messen, ich zeige Ihnen da mal was. Also das war hier der HIZ 468 mit dem Jochen. Und um so Mikrofone oder Lautsprecher auszumessen, gibt es nochmal Messmikrofone. Das hier ist zum Beispiel eins bei Thomann von Behringer ist das. Das kostet gerade mal 34 Euro. Steigen die Ansprüche, dann kann sowas auch schon mal jetzt hier wie von Earthworks eben dann 1550 Euro kosten. Hängt von dem ab, was man will. Aber ich will hier einfach mal gucken, wenn ich Lautsprecher habe, wie verhalten die sich? Dazu fand ich denn hier bei Room EQ Wizard die REV Software. Mit der kann man Lautsprecher ausmessen. Das will ich Ihnen mal zeigen und schauen, was das für Auswirkungen hat. Also was ich hier gemacht habe, ich habe Lautsprecher an eine Kordel, der hängt an einem Mikrofonständer, der möglichst frei steht, damit wir keine Resonanzen haben. Auch das Mikrofon ist auf einem Notenständer und steht frei. Dann habe ich da, so Bananenstecker dran gemacht und kann die hier in meine Elektrik einstecken. Hier ist ein Studioverstärker, ein ganz einfacher Studioverstärker. Und hier ist einfach ein Mischpult, das über USB am Rechner angeschlossen ist. Das ist mein Messaufbau, den müssen wir auch. Es gibt auch hier auf roomequalwizard.com gibt es auch eine Erklärung, auch auf Deutsch, wie man sowas anschließt und wie man sowas am besten ausmisst. So, jetzt schauen wir mal. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Software vor. Da ist sie. Sieht ziemlich unspektakulär aus, wenn sie hochkommt. Man kann die denn erstmal einstellen. Man braucht also denn, man sollte einen ASIO-Treiber, Audio-Treiber haben. Das hier ist ein Yamaha-Mischpult und da gibt es von Steinberg, also der Tochterfirma von Yamaha, gibt es einen ASIO-Treiber für dieses Mischpult. Da muss man schauen, dass der Hersteller sowas liefert. Und habe die dann hier eben eingestellt. Kann jetzt theoretisch könnte man jetzt auch die Messschleife bilden. Man könnte also jetzt hier den Ausgang mit dem Eingang verbinden und dann einen Sound drauf geben und gucken, ob das dann ungefähr gleich ist und dann da auch diese Strecke zumindest schon mal normieren. Soll uns nicht interessieren im Moment, wir machen hier keine Studio-Ausmessung. So, also wir haben das denn hier und haben dann hier die Ansicht des Programms und hier geht es an sich zur Messung. Was das Programm jetzt macht, es gibt ein Sweep raus, also eine Tonfolge raus oder ein Rauschen raus, kann man sich aussuchen. Und das wird dann in den Lautsprecher eingespielt, hier über den Verstärker eingespielt und von dem Mikrofon aufgenommen. Und die kennen die nicht. Ich zeige Ihnen das einfach mal, das ist viel einfacher. Man kann erst mal gucken, stimmen die Lautstärken?
Das sind jetzt immer diese furchtbaren Geräusche. Da müssen wir mit leben, wir reden von Akustik. Gut, die sind okay, sagt er hier, Level okay. Und dann sage ich, dann mess doch einfach mal den Lautsprecher aus. Jetzt wird es so ein Quietschen geben, der fängt bei 20 Hertz an bis 20.000 Hertz. Der Lautsprecher kann nicht alles, das Mikrofon kann nicht alles, soll uns alles nicht stören. So, die Messung ist beendet und das ist die Kennlinie des Lautsprechers. Ich mache die mal ein bisschen glatter, so, da kann man es besser sehen. Sehen, da ist nichts linear, da geht es auf und ab. Hier ist der Sweep, der kommt, oder der Ton, der rauskommt. Der Lautsprecher hier, der fängt ungefähr, naja, man fängt dann so bei 60 Hertz an und sowas. Und geht, naja, nicht bis 20.000 Hertz, sondern hier so bei 15 Kilohertz bricht der zusammen. Das ist die Kennlinie dieses Lautsprechers. Jetzt werden Sie natürlich sagen, nein, das ist nicht die Kennlinie dieses Lautsprechers. Das ist die Kennlinie dieses Lautsprechers in dieser Umgebung. Denn hier, wir haben ja auch einen Raumhall. Und dadurch haben wir Verzögerungen drin und alles Mögliche. Und wenn man sich das mal anguckt, können wir gleich erstmal gucken. Ich habe also nochmal, wir haben hier und haben hier auch die Phase. Hier ist ja dieser berühmte Phasensprung. In dem Fall liegt er hier bei 45 Hertz. Das ist ja im Prinzip ein Sinus. Je weiter ich wegkomme oder je höher die Frequenz ist, desto anders trifft die Sinuslinie auf das Mikrofonmembran. Das sieht man hier unten. Und hier ist im Prinzip da, wo der Kreis beendet ist. So. Aber wir wollen uns jetzt nicht um die Phase kümmern, wir wollen uns erstmal nur um die Lautstärke kümmern. Die kann ich jetzt hier in dem Programm wunderschön berechnen lassen. Und zwar sagt er jetzt, was möchtest du denn machen? Und zwar, die Überlegung ist, ich habe den Lautsprecher und hätte gerne eine lineare Kurve. Kann denn eben, möchte gerne meinen Equalizer so einstellen, dass ich das ideal habe, so ein Graphic Equalizer. Ja gut, dann sagen wir mal, okay, das ist ein Generic. Das ist kein Subwoofer, das ist ein Full-Range-Lautsprecher. Das ist gut hier alles, das können wir alles so lassen. Der Target-Level, den würde ich dann aber eher so, und zwar auf welchen Level hin soll er abgleichen? Da würde ich hier sagen, das sind so ungefähr 83 dB. Die gebe ich denn hier ein. So, was haben wir denn hier noch? Das ist gut, hier habe ich ein bisschen korrigiert. Also Match-Range ist 20 bis, also er soll untersuchen von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Die 20 Hertz hier unten ist in sich uninteressant. Und dann hier die Genauigkeit, wie gut abgeglichen werden soll. Hier individuell Max Boost und Overall, die habe ich auf 0 gesetzt. Und die Flatness des Targets soll also 3 sein, also der Ausgleich der Kurve. So, und dann sage ich einfach rechne. Und was er jetzt macht, sind zweierlei Paar Schuhe. Er misst hier den Unterschied, wie soll der aussehen oder wie soll ich meine Equalizer einstellen, damit ich einen linearen Verlauf habe. Das macht er hier sehr gut, wir sehen das hier. Und das hier ist übrigens der Waterfall. Da sieht man noch was anderes. Da sind hier, das sind die einzelnen Töne. Und da sieht man hier an der Dicke, wie lang die hier im Raum nachklingen. Das ist teilweise bis 240 Millisekunden, ist also schon ziemlich viel. Je enger der Waterfall ist, desto besser ist im Prinzip die Qualität der Umgebung oder desto reflexfreier ist sie. Ein schalltoter Raum, bei dem wäre der im Prinzip nur eine Scheibe. Haben wir aber nicht. Das ist eben das normale Leben. So, jetzt könnte ich aber auch sagen, ich habe jetzt ja hier die Kurve, der soll man mit dieser Kurve messen, dann schauen wir mal, was rauskommt. Also sagen wir Start wieder. Und habe jetzt hier in einem Extrafenster die korrigierte Kurve. Die ist also wesentlich linearer als hier die Originalkurve. Gut, die kommt hier vorne, aber hier diese Zacken, und wenn ich die abgleichen, da können den hier mal hier wegnehmen. So, und glätten den auch mal ein bisschen. So, dann sieht man, dass das wesentlich glatter ist als hier das Original. Die kann man ja mal nebeneinander zeigen. Da.
Da sehen Sie die Unterschiede in der Qualität. Und entsprechend würde auch der Lautsprecher linearer klingen, wenn man das möchte. So, aber damit, das ist gar nicht so wichtig in dem Falle. Wir nehmen den mal wieder weg. Ich habe jetzt hier einen Lautsprecher. Und zwar, was mich an sich interessierte, war hier was ganz anderes. Ich habe hier einen Lautsprecher. Das ist ein 8-Zoll-Lautsprecher. Was passiert, wenn ich dem einen großen Lautsprecher vor die Füße schmeiße? Ich tue den mal vorsichtig weg, stecke den aus und habe hier so noch einen 12-Zoll-Gitarrenlautsprecher. Der ist also recht groß. Ein bisschen schwerer ist er auch, hat auch einen stärkeren Magnet. Und den hänge ich jetzt gleich dran. Ich stecke den mal erst ein, denn da sollten dann schon noch Töne rauskommen. Und hänge den auch mal hier auf. Am besten so. Mal gucken, dass das geht. Der hängt jetzt noch einigermaßen da und er steht auch einigermaßen in der Mitte hier, das Mikrofon. Das ist nämlich wichtig. Der soll möglichst auf den Konus stehen. So. Und jetzt können wir den gleichen Versuch, den wir soeben gemacht haben, mit dem Lautsprecher machen. Wir nehmen die gleichen Einstellungen. Measure. Da. Habe also nichts geändert und sage jetzt einfach auch mit dem Sweep. Check Levels. Mal sehen, ob er nicht übersteuert. Der ist okay. Minus 28 dBF. So, und sage wieder Start. Jetzt pfeift er wieder. Okay, fertig. So, jetzt schauen wir uns mal nur den an. Das ist jetzt die Kennlinie dieses großen Lautsprechers. Die ist anders als die des anderen Lautsprechers. Sie sehen, hier unten ist so ein kleiner Knick drin im Bassbereich und hier oben ist die Absenkung und hier vorne gehen die so ziemlich auch. Müssen wir schauen, jetzt auch die Grafik etwas glätten, dann sieht man es besser. Also das ist der zweite Lautsprecher. Das heißt, die beiden würden auf alle Fälle unterschiedlich klingen für unser Ohr. Und die Messerei hier ist ja ganz gut, aber wie der Jochen sagte, er ist 14 Tage mit den Kollegen, hat er sich in Italien getroffen und die haben die neue Lautsprecherserie durchgetestet mit verschiedenen Musikstilen, um zu sehen, ob die nachher wirklich gut klingen. Das wäre der hier, aber das sind ja auch gut. Jetzt kann man auch den hier berechnen mit dem Equalizer. Ach, das wollte ich Ihnen auch sowieso noch zeigen. Also das ist der, sagen wir, Equalizer-Einstellungen. Da haben wir sie, und zwar ist das auch kein Basslautsprecher. Das ist auch ein Midrange. Ich weiß nicht, warum der immer auf Subwoofer geht. Anscheinend ist er speziell dafür gebaut. So, und den anderen, die anderen lassen wir einfach stehen. So, und lassen den mal, ja, das ist richtig. Man sollte den Level hier auch auf, ja, sagen wir mal 83 dB stellen. Das ist im Prinzip die Unterkante und alles, was da drüber ist, dämpft er im Equalizer. So, und dann richten wir mal. Moment. Da. Hier ist irgendwo ein Fehler. Ja, das ist klar. Hier steht statt 80 dB 180 dB. Das ist ein bisschen viel. Damals 81 dB hat man, ne? 83 dB. Dann kann er nichts berechnen. Wenn alles ganz weit unter ihm ist, dann hat er damit nichts zu tun. So. Jetzt hat das alles optimiert. Hier ist der Waterfall dazu. Also ist auch wieder... Die Reflexionen gehen bis 240 Millisekunden. Wie gesagt, das liegt hier am Raum, das wissen wir. So, und hier oben ist die Ausgleichskurve. Und hier die untere Kurve ist die, so sähe es aus, wenn man den Filter da drauf setzen würde. Können wir ja mal ausprobieren, haben wir das eben mal schon gemacht. Na komm, bis unten hin. So, und hier sehen wir die neu berechnete Kurve. Die sieht ja schon wesentlich glatter aus. So, und dann kann ich natürlich hergehen und kann mir
anzeigen lassen, wie ich meine Equalizer einstellen sollte. Jetzt ist der, das ist klar, hier, die sind alle 0. Das müsste man dann schon hier machen. Denn bei der Kurve ist es egal. Das war die richtige Kurve. Equalizer. Und lassen wir uns mal anzeigen, wie die Filter eingestellt werden müssen. Also hier stehen dann immer die Frequenzen und wie viel Dämpfung man eingeben soll. Verstärkung geht ja dabei nicht. Das ist ja ein Graphic Equalizer, das ist kein Verstärker. So, und kann denn hier meine einzelnen Kurven einsetzen und kriege denn, wenn ich das wirklich in der DAW gemacht habe, Digital Audio Workstation gemacht habe, kriege denn so eine Kurve raus, wie hier die berechnete. Jetzt sind das ja noch richtig, das ist ja ein richtig großer Lautsprecher hier, auch schwer, den muss ich auch von dem Ständer wieder runternehmen, weil der sich neigt, denn der wiegt ein paar Kilo und der Ständer ist dafür nicht optimiert. Stellen wir den mal wieder weg. Denn ich habe ja, noch so ein paar Exoten. Ich habe hier zum Beispiel mal irgendwo aus einem Rechnerchen, vielleicht kann man das da sehen, so einen Mini-Lautsprecher ausgebaut. Den hänge ich mal hier hin. Und das Mikrofon steht auch, das ist übrigens eine Superniere. Das Mikrofon, also ein ziemlich gutes Richtmikrofon. So, habe jetzt den angeschlossen. Jetzt messen wir den mal und vergleichen den mal mit den anderen. Measurement. So, jetzt müssen wir hier mal schauen wegen des Levels. Ja, der sagt, es ist ein bisschen zu leise. Ich muss dem jetzt etwas mehr geben. Da. So, minus 34 dB ist okay. So, und jetzt kann ich den durchstarten. Der sieht also schon ganz anders aus. Gut, er sieht ja auch anders aus. Die ganz kleine Membran hier vorne nur und hier hinten nur so ein kleiner Mini-Magnet dran. Aber da sieht man denn hier, wie die Kurve abflacht. Und hier, das sind ganz seltsame Verhalten. Die hängen hier teilweise auch mit dem Raumklang zusammen. Beziehungsweise er war hier mit dem Mikrofonständer am Tisch dran. Also auch Resonanzen im Tisch, so müssen wir wieder freistellen. Das passiert denn hier hinten. So, und dann können wir jetzt auch die Grafik glatter machen. Und Sie sehen, dass er von wegen einen linearen Verlauf hat. Ist eben so ein Mini-Lautsprecherchen, das mehr Magnet als sonst was hat. Und bei dem kommt dann eben so eine Kurve raus. Der hat also bei 1 Kilohertz ist er sehr, sehr laut. Aber hier unten bei 100 Hertz hängt er schon in den Knie. Und hier bei 10 Kilohertz kann man auch schon nichts mehr sagen. Die Equalizer-Kurve dafür, die dürfte ganz interessant sein. Wenn wir die jetzt mal so, wollen wir denn hier so bei 10 kHz hinstellen. Ja, lassen wir die ruhig mal so. Und lassen, also bei 75 dB ist er jetzt. Und lassen den mal rechnen. Da. Quatsch, ich muss den ja rechnen lassen. Da. Sehen Sie auch hier den Waterfall. Gut, der hat weniger Resonanzzeiten. Aber hier wäre dann die Einstellung und den Equalizer müsste man dann eben auf 840, 1,2 Hertz, 1,2 und 1,6 Kilohertz, müsste man dann eben stark absenken, damit man überhaupt noch was davon hat. Diese Werte hier kann man übrigens auch ausgeben als Textfile oder als Tabelle. Und es gibt auch für manche DAWs fertige Dateien, den kann man dann direkt einspielen. So könnte man aber jetzt einfach als Textfile nehmen und senden an DAF und dann das gescheit einstellen, wenn man das möchte. So, jetzt habe ich noch was hier, noch einen Lautsprecher. Ich hänge den ab, der muss ja aufstecken. Der ist jetzt etwas anders aufgebaut. Das hier ist ein reiner Hochtöner, der ein Piezo drin hat und der sehr hohe Impedanz hat. Deswegen, und der Piezo wird einfach angeregt. Und mal gucken, ob wir ein bisschen nach vorne. Der Piezo wird angeregt und sendet im Prinzip nur hohe Töne raus.
Müssen wir uns mal anschauen, wie das aussieht. Der ist ein bisschen zu niedrig. So, na, schau nach vorne. Der will mich jetzt zanken. So. Er sollte schon das Mikrofon ungefähr anschauen. Einstecken muss ich ihn auch. So, und dann schauen wir das mal uns mit den Leveln an. Also wir wollen messen. Schauen erstmal die Level. Oh, der ist okay. Man hat ihn zwar jetzt nicht so sehr gehört, weil der nur in den oberen Frequenzen, das ist ein rosa Rauschen hier, der ist in den Höhen ja nicht so gut. Ja, und jetzt starten wir mal die Messung. Es ist ein Hochtöner. Der braucht keinen Filter davor, sondern den kann man einfach parallel zum Lautsprecher schalten. Und der fängt also hier erst so bei 600 Hertz an. Wir wollten die Grafik noch ein bisschen glatt machen. So, der fängt also hier im Prinzip erst bei 600 Hertz an zu reagieren, geht aber dafür hier oben bis über 20 Kilohertz. Ist eben ein Hochtöner, der eben für eine ganz andere Applikation eingesetzt wird. Den setzt man ein in einer Box, wenn man nur normal Lautsprecher hat, da kann man die ohne Filter einsetzen und wie man weiß, die versorgen nur die hohen Töne. Man muss ja natürlich die Box einmessen. Das sind jetzt die passiven. Wenn man jetzt ein aktives Teil nimmt, sieht das noch anders aus. Auch das ist überraschend, was da rauskommt. Ich will mal sehen, ob das eventuell läuft. Ich habe hier so eine Bose-Box, so eine kleine, die relativ hohe Lautstärken bringt. Und die hänge ich jetzt in das, an das Mischpult ran, so, statt des Verstärkers. Ich muss den dann nur noch einschalten, so, und das Mikrofon was tiefer tun. Und jetzt mal schauen, was denn da passiert, ob wir mit dem auch was anfangen können. Müssen wir erstmal die Levels. Ja, hat gesagt, die Levels sind okay. Also, ich halte immer beim Messen den Mund, denn meine Sprache wird ja sonst mit da reinlaufen. So, lauf. So, das ist also jetzt der hier. Wir blenden mal alle anderen aus, außer dem hier. Das ist, der hat irgendwo eine Resonanzfrequenz, die merkt man hier am Tisch, das ist hier in der Ecke, ziemlich hoch. Und ne, hier unten, die hier, die merkt man, fängt an der Tisch zu vibrieren. Vielleicht ist hier wieder dran oder sowas. Oder das ist eben die Resonanzfrequenz des Tisches. Und auch da kann man sich einen Waterfall machen, haben wir ja so eben schon mal gesehen. Der geht also auch bis 200 bis 300 Millisekunden, also das ist schon relativ viel, eine Drittelsekunde, ist der Nachhall hier im Raum zwar nicht sehr stark, aber man müsste dann hier den Raum dämmen mit Platten, um das kleiner zu kriegen. So, und wenn wir jetzt hier den Equalizer drüber laufen lassen, schauen wir mal, warum der immer Subwoofer macht, weiß ich nicht, habe ich schon gesagt. Die anderen Sachen lassen wir einfach so stehen, wie es ist. So, und dann soll er mal den Response to Target matchen. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen sehr weit gemacht. Da müsste man sehr viel dämpfen. Ja gut, wir können es ja einfach mal so lassen. Mal gucken, was passiert. Das wäre also jetzt die Kurve. Das wären die zugehörigen Equalizer-Einstellungen. Man müsste also denn schon an 18 Punkten im Equalizer müsste man drehen, damit man das hinkriegt. Und dann hätte man hier die glatte Kurve dazu, die sähe dann, na, wo haben wir denn den Messer? So, Sie konnten jetzt an dem Diagramm sehen, dass er mit unterschiedlichen Lautstärken das Signal rausgegeben hat. Die resultierende Kurve, na, nicht Waterfall, nur die einzelne, da. Die resultierende Kurve ist natürlich jetzt glatter
als die, die wir vorher hatten. Gut, ist jetzt auch gedämpft in der Lautstärke, das ist, weil ich den Mittelwert so weit runtergesetzt habe. Aber sie sieht schon sehr, sehr glatt aus und hat eine bessere Qualität als das. Also mit dieser Software, mit der RW-Software, kann man schon mal einstellen, wenn man auch eine DAF hat, kann man sein System optimieren und versuchen, möglichst linear zu kriegen. Kommt an, wie man es machen möchte. Es kann sein, dass Ihnen das hinterher überhaupt nicht gefällt, weil Sie zum Beispiel Techno mögen, die sind ja sehr basslastig und da möchte man lieber auf die Höhen verzichten. Andere Seite, wir Jazzer brauchen nicht so viel Bass, wir wollen das etwas klarer haben und so. Das ist dann sehr viel Geschmackssache. Deswegen war ja auch der Jochen Gotzen 2 Wochen in Italien beim Hersteller. Also Sie können mit dieser Software relativ einfach sich Ihre Lautsprecher ausmessen, können dann dazu Profile erstellen, auch können die in die DAF einspielen und somit können Sie dann einen möglichst linearen Frequenzgang oder Sie können einfach 2 Lautsprecher vergleichen und sehen, welche Qualität die haben. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Einen wunderschönen Tag noch und auf Wiedersehen bald hier bei HZ in Video.